Hallo und herzlich willkommen. Große Aufregung in Deutschland, denn Flattex führt eine Depotgebühr ein. Was aber passiert in Österreich? Hallo und herzlich willkommen. Andreas Kreiner vom broker-test.at hier. Und heute geht es um Flattex und um die Depotgebühr, die in Deutschland eingeführt wird, aber nicht in Österreich. Und zwar war es heute bzw. gestern die große Aufregung im Netz. Flattex führt eine Depotgebühr in Deutschland ein in der Höhe von 0,1% exklusive Umsatzsteuer, also der gleiche Trick wie in Österreich einige Broker verwenden, indem sie eben die Gebühren ohne Umsatzsteuer bzw. in Deutschland Mehrwertsteuer anführen. Und diese Depotgebühr wird ab 1.3.2020 eingeführt. In Österreich hingegen gibt es keine Anzeichen und es wird auch keine Depotgebühr mit 1.3.2020 eingeführt. So viel ist mal sicher. Und Flattex.at, Flattex.de, wo ist der Unterschied? Es ist das gleiche Unternehmen dahinter, aber wenn man sich die Tarifblätter zum Status quo ansieht, sieht man gleich, die verlangen unterschiedliche Gebühren in Österreich und in Deutschland. Und sie haben auch in den Niederlanden ein Angebot mittlerweile und auch dort verlangen sie andere Gebühren. Das heißt, Flattex ist in dem jeweiligen Land anders unterwegs und in Deutschland passen sie jetzt eben die Gebühren an, führen eine Depotgebühr ein, betrifft aber nicht Österreich und auch nicht die Niederlanden. Das heißt, die ganze Aufregung für uns österreichischen Kunden ist umsonst. Das Tarifblatt von 2018, einen Moment, vom 1.3.2018 gilt auch in Österreich weiterhin. Es wird keine Depotgebühr eingeführt. Die Negativzinsen bleiben auch in Österreich weiterhin bei minus 0,4%, während sie in Deutschland minus 0,5% sind. Das Verrechnungskonto bleibt weiterhin gratis. Die Ordergebühren in Deutschland und in Österreich bleiben weiterhin bei dieser Staffel. 95 bis 3.500 Euro, darüber 99 und ab 12.500 Euro kostet eine Order exklusive Räumspressen weiterhin 19,90. Das ist in Deutschland nämlich anders, da kostet es nämlich flat 5,90 und ihr seht, es gibt ganz einfach einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland bei den Gebühren und das auch weiterhin. Und die ganz große Aufregung, eine Depotgebühr bei Flattex ist für uns Österreicher umsonst. Für die deutschen Kolleginnen und Kollegen natürlich tatsächlich ein Problem. Die können aber kostenlos wechseln zwischen Broker 1 und Broker 2. Es gibt keine Spesen bei einem Depotübertrag, deshalb ist das in Deutschland alles ein bisschen besser und schöner, außer eben bei Flattex, wo jetzt eine Depotgebühr eingeführt wird, aber in Österreich soweit nicht. Ja, das mein kurzes Statement zu den angeblichen Depotgebühren bei Flattex in Österreich. Kommt nicht, gibt es nicht, zumindest nicht zum 1.3.2020. Das heißt, diese Anpassung in Deutschland interessiert uns Nüsse, null. Ja, soweit die nicht vorhandene oder die nicht benötigte Unruhe im Brokermarkt zum Jahreswechsel. Ja. Über Kommentare, über eine Subscription und was auch immer freue ich mich natürlich sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen, euer Andreas.